Muss da jetzt hin? Ja, okay, welches ist weg? Oh Gott. Komm, lauf. Muss jetzt zu Fuß gehen, tut dir auch gut. Hast du schon Hornhaut am Arsch? Descendo! Contrinto! Arresto momento! Defendo! So. Und die Fälle mitnehmen, ganz wichtig. Descendo! Mann, du sollst doch hochfliegen, Herrgott's neu. Descendo! Defendo! Arresto momento! Contrinto! Es muss die Höhle sein, die Mrs. Brockle erwähnt hat. Expelliarmus, Incendio! Junge, der ist aber auch zerrissen. Achso, ich muss mal sammeln. Ja, ich weiß. Mega Powertrank. Ach, find's immer so schön, der Name. Mega Powertrank. Weißt du, alles so magische Wörter und dann Mega Powertrank. Das war doch. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Ja. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Revelio. Ja, doch, ich sage, das sieht richtig aus. Oh, kletter hoch. Kleiner Schimpanse. Au. Lumos. Verpisst euch. Confringo. Ja, Opfer. Das sind auch noch welche. Revelio. Und ist auch noch was, okay. Da kommen wir schnell noch hin. Confringo. So, erstmal gesprengt. Ah, Geheimgang, hab's doch gewusst. Also, Ratten, dachte schon, die sind süß. Revelio. Ja, sieh mal einer an, was wir hier denn hier haben. Luhut. Was war hier? Nix? Nö, nur noch da oben ist was. Komm, wahrscheinlich auch noch hin. Dass das so langsam läuft. Ich glaube, konnte man das dann? Ja, war das ein anderes Spiel? Ich weiß es nochmal. So, ab hoch, mein kleiner Schimpanse. Achso, warte mal, ich bin noch da runter. Ja, alles gut. Muss ja erstmal da lang. Ich muss diesen Troll entweder geil, bekämpfen Opfer. Oder von umgehen. Defendo. Lazio. Accio. Incendio. Boah, Alter, geil. Da ist ein Double Rush. Du bist ja mal so. Accio. Lazio. Confringo. Arresto momento. Defendo. Descendo. Incendio. Lazio. Aua. Boah, Junge, der war gut. Expelliarmus. Lazio. Confringo. Arresto momento. Descendo. Defendo. Ups. Confringo. Arresto momento. Hey! Arresto momento. Das hört man ja gar nicht, ne? Defendo. Defendo. Junge! Confringo, Descendo, Arresto Momento. Ja, für einen scheiß Troll, echt Speedwurf. Arresto Momento. Kann ich den denn einsammeln? Expelliarmus.
Aktion. Incendio. Accio. Das ist ja gar nicht, ne? Glacio. Accio. Expelliarmo. Contrito. Descendo. Defendo. Arresto momento. Contrito. Verpiss dich mal. Wir haben es mal mit Sicherheitsabstand hier. Descendo. Mann, Mann, Junge. Defendo. Der hält halt gnadelos viel aus. Contrito. Arresto momento. Hocha! Hocha! Konfring! Gepinkt! Was ist da? Lazio! Accio! Lazio! Incendio! Descendo, contrinto, defendo, arresto momento. Wow, okay, der war gut wieder. Hast du mich erwischt? Descendo, contrinto. Defendo. Boah, Junge! Da hat er echt Speed auf, der Kollege. Descendo. Arresto momento. Ich hab eigentlich, ja, hab ihn ein bisschen verdrückt. Wenn wir jetzt mal drüber reden, einfach. Nett, okay. Aua! Brauch grad echt dringend wegen dir. Defendo. Descendo. Arresto momento. Lazio. Was? Guzio? Accio. Incendio. Defendo. Contrito. Das ist gleich down. Arresto momento. Defendo. Ach Junge, jetzt reicht's aber mal. Hallo? Contrito. Defendo. Mischstück, Alter. Der Koloss weniger. Ja, Alter. Was ging bei dem gerade? Junge, 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 Junge. Leck mir am Arsch, du. Das hat mir jetzt aber Material gekostet. Können Sie mal weitergehen, bitte? Danke schön. Was sah da mit den echten Tränke aus? Contrinto! Achso, dann kommt man einfach so rein, okay, ich dachte gerade. Hallo? Revelio! Da kommen wir doch da hoch. Noch andere Pflanze hieß das. Hallo. So, Dele. Aber ey, ganz ehrlich, der Troll hat sie in sich gehabt. Du heiliges Blechle. Hat sie dann uns Ei geschenkt? Er hat 23. Ja? Eine mega Power. Ja, drüben ist ja noch welche, aber ist egal. Mein liebes Irona, als ich hier ankam, befiel mich das beruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogs überhaupt der richtige Ort für mich ist. Und darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Wie könntest du das
all das bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim eine Legilimens bist und doch schien es mir so, als kanntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Ich werde niemals vergessen, wie du dich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich in einer Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbier und ein Stück Pergament starrte. Während mein Federkiel den Boden über mit Tinte voll tropfte, du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist. Ich sah dich ungläubig an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemand anderes gewesen sein solltest, als die selbstbewusste und Zuversicht versprühende Hexe, die vor mir saß. In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, faszinierend zu verfolgen, wie du, ganz ohne Magie, alles und jeden in deiner Umgebung in deinen Bann gezogen hast, indem du einfach vorbehaltlos akzeptiert hast, wer sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich mir an dir ein Beispiel nehmen könnte. Jetzt, da sich meine Schulzeit am Ende neigt, konnte mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchlebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur so schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in einer Ecke des Wirtshauses erkannt und mir deine Hand gereicht hast. Immer die deine Mirabelle. P.S. Bitte sag Mrs. Sproddle, dass ich sie und Mr. Sproddle immer noch besuchen will, sobald ich kann. Ich freue mich auf anregendes Gespräch und wie ich schamlos zugeben muss auf ihre unvergleichlichen Kesselkuchen. Junge, wie viel Text, ja. Liebe Serona, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für deinen herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen, aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. In Dankbarkeit, Sean. Okay. Meine liebe Serona, ich habe auch an Mr. und Mrs. Sproddle geschrieben und fühlte mich verpflichtet, auch seinen Dank an dich mit Feder und Tinte auf das Pergament zu bringen. Was für eine fantastische Abwechslung wir doch von Alltag im Schloss hatten. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir über diesen ulkigen Gnom gekichert haben. Hat er wirklich geglaubt, er würde singen? Mrs. Sproddles Fleischpastete war einfach umwerfend. Ich werde noch Tage davon träumen. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss dich aber warnen. Das heißt nicht, dass ich es dir beim Spiel nächste Woche leicht machen werde. Du weißt genau, dass Ravenclaw dieses Jahr keine Chance gegen Slytherin hat. Von der Dankbarkeit, Philomena. Revelium. Liebe Serona, alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Freundin. Ich habe mich in der Küche gemogelt und Fanky gebeten, die Waldbeerencreme zu machen, die du so gerne magst. Sie hat sich sehr gefreut und gibt sich besonders viel Mühe. Ich weiß allerdings nicht so genau, wer sie zu dieser Jahreszeit Himbeeren nehmen will. Diese Fankin ist wirklich genial. Bass. Naja, sauber zu erwarten. Liebe Mrs. Sproddle, Mutter und Vater waren hoch erfreut zu hören, dass wir den letzten Samstagnachmittag zusammen beim Besenknechts verbracht haben. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass meine Mutter uns etwas beneidet. Ich werde wohl nicht so bald vergessen, wie herzlich wir über meine kläglichen Versuche lachen mussten, mein neues Kleid zu schnüren. Was für eine Herausforderung. Mit der hochkomplexen Kunst, eine Hutnadel richtig zu verwenden und dabei weder Hut noch Knopf zu verletzen, geht es mir ganz ähnlich. Aber alles, was wir ausgesucht haben, gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Und ich habe es Ihnen zu verdanken, dass ich mich nun wie eine unverschämt gut gekleidete Hexe fühlen kann. Es war auch ein denkwürdiges Erlebnis, in dem drei Besen zu essen, ohne die Tische putzen zu müssen. Eines Tages werde ich auch so eine Gaststätte besitzen. Sie können mich beim Wort nehmen. Ich bin überaus dankbar, dass Sie und Mr. Sproddle entschieden haben, mich bei Ihnen aufzunehmen. Meinen Eltern geht es in dieser Hinsicht ganz genauso. In Dankbarkeit, Serona. Ich glaube, das ist alles. Ich sollte diese Schachtel zu Serona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Ja. Ah, verbotener Wahlzimmer jetzt wieder. Okay. Nach dem Arschvoll-Text gerade. Ja. Skyrim, alle Bücher lese? Ich denke nicht. Bei weitem nicht. Ah, okay. Da kommt schon gar nicht hoch. Revelio. Accio. Glacio. Incendio. Expelliarmus.
So, ich habe mein Feld. Revelio. Es sind Spinnen, okay. Ist nicht so wild. Achso, halt, da geht's auch. Du bist auch mal zu ver. Achso, wir sind auf meiner Seite rausgekommen, ne? Guck. So eine Scheiße. Wir könnten fliegen, wir können mal zu Fuß gehen. Das wird doch voll. Guckt euch den mal an. Ja, dann machen wir den Hang hoch. Oh ja, vorm Besen, ja, ja. Mäßig, lass euch einfach mal. Ich habe, glaube ich, schon 100 Mal gekillt. Ich habe keinen Bock mehr. Wäre was anderes sein, da muss ich mal besser hoch. Was kann ich da drin machen? Und warum ist es noch da? Wo haben wir es denn? Ja. Hulklump Hollow. Hä? Incendio! Ach, da war noch gerade drin. Ach so, das war das. Ja, gut. Dacht gerade. Ich hab. Ja, gut, wird angezeigt halt. Ja, gut, von mir aus. Soll so sein. Aber ein Haken wäre halt wieder nicht aus. Ich habe irgendwas vergessen. Kann natürlich auch sein. Hat er schon mehr ins Gedöns wieder, echt jetzt? Wenn das mal nicht Nora. Lazio! Excalibur, Incendio! Das war meiner! Du! Einige dieser Zauber. Komm mal her! Oh, der ist verloren. Contringo! Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klar. Ach, das sind die anderen Ballons. Ja, das mag so sein, ein kleiner. Aber ich denke nicht, dass sie denken könnten, dass es so wäre. So einfach wäre. So, dann machen wir kurz den noch platt und den anderen Kollegen. Dann dürfen wir die Ballons haben. Das sind nicht drei Stück noch. Eins. Zwei. Drei. Hochtexturierte Scheißhaufen. Die so pixelhässlich sind. Hm. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Interessiert keinen. Mal hin. War da gedorfen, Bruder? Ach so, waren wir hier in Dingskirchen sind. Ja. Lumos. Weiß nicht, wie viele Fledermäuse drauf reagieren. Keine Ahnung. Okay, wir nehmen die Brücke, bevor wir da drüber hüpfen. Haben wir eigentlich wie Kleidungsgegenstände oder sowas gefunden? Sumpfkratler, ja, das war nicht verkehrt. Ja, ist besser, sieht man mal von den Augen. Auch schön. Aha. Müssen wir identifizieren? Nö. So, auch noch identifizieren, also das unidentifiziert, also das, was identifiziert ist, kann man schon mal fortschmeißen. Gut, das war's dann auch schon, dankeschön. Achso, ups, da haben wir zu viel gedrückt. Mach's weg. Apropos Händler. Mach die Tür auf. Immer hereinspaziert. All die Fresse. Will verkaufen. Das kann ich ja gar Sie nicht. Dürfen Du bist ein scheiß Opfer. Nein, will ich nicht. Ich hab doch verkauft was. Blöde Kuh. Echt? Nix nützliches Stück, du. Bäh. Achso, da lang. Ja, gut, von mir aus.
Aber in Alfred Lawleys Haus einzubrechen, war keine gute Idee. Sirona! Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Hab alles klaut. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Yep. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Falscher Verein. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlic? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ja. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Brottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Yep. Und danke für meine Briefe. Yep. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Ja. Da hat man gerade die Ja, das sieht man's. Rand vom Bild durchglitscher. Auf der Seite haben sie sauber gemacht, auf der Seite, nicht? Ah, Qualitätsmanagement. Na? Weil der Rahmen zu weit absteht, deswegen sieht man da nicht rein. Oh Mann. Revelio. Ravalio. Nee, ich laufe jetzt nicht hoch. Würde eh nur ein Schloss sein. Kein Bock. So würde ich knacken können. Wir Sachen verkaufen, hallo. Zurück von Ihrem letzten Flug? Ach, halt die Fresse. Ich will alle Details hören. Kaufen. Na, wonach suchen Sie heute? Nix. Oh. Die Handschuhe sind besser, echt? Ah, da gibt's nix. Okay. Danke fürs Vorbeischauen. Ja. Hoffentlich bis bald. Gute Nachrichten, Mr. Wicks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Fabelhaft! Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie machte sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, ja. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Die meine Sie scheinen müssen. Genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Nochmals, vielen Dank. Ja, ja. Wenn ich kostenlos kriege, oder Besenverbesserung, das wäre toll. Revelio, Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Die Gießkanne, ich dachte gerade. Schön, Sie wiederzusehen. Ich habe die Truhe nicht aufgemacht. Nun ja. Hört, hört, meine Kinder. Hört, hört. Kann man hier aufmachen? Das ist eine Stufe 2. Revelio. Mann, Kletter, ich spring doch einfach da durch. Ach Gott. Hey, da sind Pickel zu viel.
Also die Bodenplatte. Da ist der Shop. PS5 Exclusive Scheiß. Kannst du nicht Material verkaufen, kannst du übelst Money Grinder. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Mir der Weg für Clever, nur schön Hasi. Ja, Weg für das mal in den geheimen Raum, Raum der Wünsche, lass mal kurz unsere Bunnies frei. Und dann passt es. Döp, 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 döp. Elvas. Freilassen, beschwören. So. Jetzt kann ich aber interagieren, oder? Jetzt. Dankeschön. Da ist der Piepmatz hingeflogen. Ja, ich will die rauslassen, Mann. Jetzt. Hä? Waren das? Ach, da fahrst du jetzt doch. Jetzt. Artenobergrenze erreicht. Okay. Shit. Der atmet es jetzt mal kurz ein, ne? Wie sieht's bei dir aus? Erstmal was. Helf mal halt nach. Brauch neuen Raum. Da spielt er mit. Was stand da gerade dran? War das Popel, der eben Knuddelmuff eine ganze Weile ablenkt. Ja, sollen sie mit spielen, die Knuddelis. Können wir denn selber auch ein bisschen rumkicken? Hey Knuddelis, habt da was? Guckt mal. Los, rollt mal ran. Boing. Sehr schön. Wunderbärchen, dann brauchen wir einen neuen Raum. Müssen mal mit Diek reden. Diek heißt er? Wo ist er? Dobby, ein Alphabet. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Wollte ich gar nicht. Welche? Verpiss dich. Vielleicht. So, nochmal. Ja, scheiße. Diek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ja, Diek, Alter, ich brauche einen neuen Raum, Mann. Ich habe zu viele Tierwesen gegrindet. Das ist nicht gut. Achso, ich habe halt Raune voll, okay. Nutzt sie halt da gigantisch selten, ne? Nein, das wollte ich nicht. Ja. Aber Arsch auf Max, okay.
Da geht's raus, ne? Gut. Ei, nein, das ist ein Mietum. Ah, ich brauche die Tränke noch, ich Affe. Fuck. Nochmal kurz zurück. Lass das World gut sein, müssen ein paar Sachen machen. Ah, ich meine Tränke vergesse. Ja, komm rein mit dir. Müssen wir gucken, vielleicht gibt es eine Sidequest für. Für noch mehr Tiere. Hallo? 4 Stück 18. Okay, sogar mehr. Dann bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Like, teilen, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.